Kaufmann. Das bringt doch nichts. Half an Einer, die Whiskey 250. Alpha Niner, hier Whiskey 250. Serrano, hören Sie mich? Tim? Oh Gott sei Dank, haben Sie es gefunden? Gefunden? Doc, ich weiß nicht mal, wonach wir suchen. Folgen Sie einfach dem Wegpunkt, den ich Ihnen schickte. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Gehen Sie nur dorthin, schnell, hören Sie! Wir müssen dorthin oder haben wir uns verloren. Verdammt! Dem Wegpunkt folgen? Dem folgen wir seit 3 Stunden und haben 0, nichts gefunden. Ja, können wir mal dem Wegpunkt folgen, ne? Ja, seit 3 Stunden. Hallo. Da sind wir wieder. Bei Dead Space. Dead Space 3. Ja, und das war's dann mit der Begrüßung. Oh je, das ist so verschneit und kalt und... Haben Sie die Hand vor Augen nicht? Wie sind wir eigentlich in diesen Schlamassel reingeraten? Der Doc braucht uns, Sam. Oh, komm schon, Kaufmann. Wir sind keine erfahrenen Soldaten. Himmel, du weißt ja nicht mal, wie du dein Gewehr richtig halten sollst. Ich glaube, wir hätten tauschen sollen. Nee, das passt. Passt schon so gut. Man wäre halt so ein bisschen was realistischer, wenn ich hier der Kaufmann wäre, aber gut. Was heißt da realistischer? Ich habe auch keine Ahnung, wie man eine Waffe hält. Huxus Sanctum. Oder Assassin's Shock. Oder auch nicht jedes andere Spiel. Warum hast du eigentlich so einen fetten Laser? Weil ich eine schicke Waffe habe. Ui, laufen, laufen, laufen. Yay. Habe ich nicht. Auch richtig runterschubst. Nee, ich glaube, wir klippen nicht. Klippen wir? Ja, wir klippen schon, aber... Ja, gut, aber... Schade. So? Kann ich nicht treten? Nee. Wobei, ich merke gerade, dass ich tatsächlich dauerhaft ziele. Warum ziele ich dauerhaft? Guck mal, welche Maustaste. Ah, du hast bestimmt Caps an, oder? Ja. Hey Doc, wir haben es gefunden. Gut. Kommen Sie rein. Es ist komplett abgeriegelt. Sehen Sie sich um. Es muss einen Weg geben. Ja. Fängt ja gut an. Irgendwie rein. Treten. Kugeln, super. Jetzt können wir uns gegenseitig umnieten, bevor wir erfrieren. Vielleicht können wir uns einen Weg hinein schießen. Hast du schon Kugeln? Wir können auch einfach unglaublich laut sein. Ich habe schon Kugeln, ja. Okay. Hey, du hast das aufgemacht. Ja, habe ich. Hey, da sind noch mehr Kugeln. Nächster. Doc, ich habe einen Weg hineingefunden. Gut. Sie suchen nach einem Zylinder von etwa einem halben Meter Länge. Können Sie ihn sehen? Ich sehe erstmal Rauch. Ah, jetzt. Ja, genau. Dann kommst du weiter, wie Hühner, ey. Komm, komm, schießen. So, da ich ja das Intro sparen gespielt habe, Headshots bringen wenig. Versuch die Knie. Knie? Okay. Oder Extremitäten allgemein. Hallo. Erfolg! Ja? Es ist was kaputt. Dunkel ein wenig. Dunkel. Ganz, ganz leicht. Wieso hast du noch volles Leben? Na, du stehst ja auch mittendrin bei dem.
Nichts hier? Nichts hier. Da ist was. Nur ein blutiger Lüftungsschacht. Ja, ja. Da ist was. Hm. Warte auf Partner. Jo. Ah. Meins. Ich hab ihn! Doc, ich hab ihn! Auf! Wo sind sie? Hey, Doc! Ich hänge an einer Felswand, aber ich habe, was immer das ist, der Codex. Er ist der Schlüssel, um alles zu retten. Kommen Sie zum Silo und halten Sie keine Falte an! Das sieht blöd aus. Oh, oh Mann. Nein, das war keine Cutscene. Oh Mann. Puh. Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. General Mahat, Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom? Ihren Dad? Ja. Ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. Ja, genau. Dankeschön. War ich schlau? Wann wird man diese Leute mal verstehen? Was ist das jetzt? Der Codex. Und der ist jetzt leer, wie es aussieht. Hm. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wiedergabe, Nachricht 4:30 Uhr. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Jetzt geh schon ran. Wie du willst. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Finger weg von mir! Antworten Sie! Er ist es! Wer zum Henker sind Sie? Helfen Sie ihm hoch! Hoch! Ich
Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich! Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein! Nein! Damit bin ich fertig! Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando! Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Harry? Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Helfen uns, lass die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn Sie mir helfen. Okay. Okay. Hier. Dann los. Aha. Jo. Und wir finden den Hauptzugang kommen werden. Yay. Wo bist du? Auf dem Flur, ich warte auf dich. Alles klar. Schon irgendwie komisch, der hat gerade ein Bild von sich selbst mitgenommen. Ja, von ihm und seiner Freundin, ne? Ja, das war ja zerrissen irgendwie. Und da hat er nur seinen Teil genommen. Jo. Wiedergabe, Nachricht 33. Anrufer, Earthrise Apartment. Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Dies ist Ihre letzte Benachrichtigung. Sollten Sie nicht binnen 3 Tagen bezahlen, wird das Apartment geräumt. Boah, wie wechselst du den? Mit 1 und 2 oder mit Rossrad. Nee, ich meine den Laser. Achso, den Laser, den drehe ich mit R-Taste. Ah. Oh, ich kann gar nicht mal auf dich zielen. Doch. Zielen schon, nee. Aber du hast gesunden Menschenverstand. Du würdest nicht deinen eigenen Freund anschießen. Nee, ich doch nicht. Dexter. Okay, ich sagte, ich helfe ihm. Also, wo ist er? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Okay. Du hast ein schönes Badezimmer. Ja. Clark. Bisschen gemütlich halt, ne? Macht es nicht so sauber und auch. Gut, das spricht dafür, dass du noch nicht ganz Verstand verloren hast, nachdem was in Dead Space 2 passiert ist. Hast du die Story eigentlich angehört? Streichstich angesehen? Ja. Okay. Immer einen Schritt hinter ihnen. Hä? Ja, geh vor. Ach so. weil du mich plötzlich siehst, hallo. Oh. Ja, nun, wir kennen uns ja noch nicht, ne? Harry. Wie du vielleicht hörst, aus gutem Grund. Hm? War da was? Das war nicht die Taschenlampe. Oh. Ich hab da was gehört, ja. Du nicht? So im Lüftungsschacht. Also hier hört man Schreie. Ja, die höre ich auch, aber leise. Okay, kann man die aufballern? Na okay. Dann weiter. Hallihallo. Hey. Da. Wer zum Teufel sind Sie denn? Earthguards letztes Bataillon. Norton. Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon? Wie meinen Sie das? Das verstehen Sie daran nicht. Es gibt sonst niemanden mehr. Sieht's auch aus. Niemand mehr? Lass uns erwarten. Los jetzt! Wir haben uns gefunden zum Warten. Los, los! Ui, da fliegen wir gleich. Kommen Sie, los, los! Ja. Yeah.
Der Marker ist groß und so. Bewegung! Los! Entdeckung! Oh, das sind ja Granaten. Nicht unsere Granaten. Au. Meine Ohren. Übrigens, boah, das sind Menschen, ne? Da bringen Headshots was. Was okay. Mir aufgefallen ist. Aber ich kann echt nicht zielen, ey. Gut, damit wären wir dann schon mal zu zweit. Ach, irgendwie, ne? Oh! Das sind Unitologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Verschwinden sie da und halten sie die Klappe. Mieses Arsch! Nein, ah. Nicht ausfallen hören. Okay, da glitzert eine Leiter. Jo. Wahrscheinlich müssen wir da hoch. Jo, können wir. War hier oben noch was? Ne, ich glaube nicht. Der hat früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind sie eine Bedrohung für deren Plan. Irgendeine Inside-Prophezeiung im Zusammenhang mit den Markern. Ja, Ellie meint sie. Sie ist verschwunden und Sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher Corp-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Okay. Alles klar. Suspect. Hey, da ist so ein Konfigurationsding. Nein, die Bench kann man noch nicht verwenden. Das kommt noch. Schade. Nein, ich wollte den Spind aufmachen, nicht die Tür. Aber gut, egal. Ja, datsch mich hier gleich durch. Haben Sie diesen Mann gesehen? Bitte. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Nicht so schnell! Solche Schweine. Absolut. Frauen um. Abscheuung, oh, würdig. Ja, wirklich. Das ist ekelhaft sowas. Ging's hier noch? Ne, ich glaube. Ist auf jeden Fall alles sehr dystopisch und dunkel. Ja, in der Welt, in der man nicht leben will. Etwas. Oh. Wo ist er hin? Ach, wow. Der wurde überfahren, glaube ich. Warum fahren die so schnell? Der Freeway. Unbemannte Transporte, die halten für nichts an. Deswegen. Was ist mit unseren Stasi-Einheiten? Wir können den Verkehr verlangsamen und dann rübergehen. Das ist klar. 10. Jo, mach doch mal. Oh. Okay. Schön. Cool. Gefällt mir. Ups. Ja, ups. Du kannst deinen Stasi übrigens hier wieder aufladen direkt. Oh. Da ist ein schönes Schwämmerchen. Cool. Und Stasi ist das, dieser Halbkreis da. Jo. Nein, nicht treten. Nee. Tritt die Leiter. Benutze Leiter. Oh, da sind welche hinter uns. So, da unten. Was? Auch mal die Munition? Nee, also ich hab genug. Na, so dringend haben wir es auch nicht. Aber da ist noch eine Box. Wo ist noch eine Box? Ach, da ist eine Tür. Noch mehr Munition. Jo. Ja, wird Munition wirklich vollgestopft hier. Ja. Achso, geht's hier gar nicht weiter? Nee, auf der anderen Seite. Ah. Scheiße, noch mehr.
Alle weg? Alle weg, gut. Ihr seht aus, wer gerade das umgefallen. Ich vertraue euch nicht. Was ist das? Kommen Sie! Abdrehen. Wir müssen aufs Dach! Was hattest du? Vorsichtshalber nochmal den Arm abtreten. Ja. So, ach so, genau. Wir haben gar nicht organisiert, wie wir das mit den Schnitten denn machen. Mit dem was? Wie wir das mit den Videoschnitten machen. Ach so, ja. Ich cut nachher. Ach so. Ich cut jetzt.